Musikprofessor Georg Arzberger von der Hochschule für Musik und Theater auf der Klarinette. Das Musikfestival im idyllisch gelegenen Schloss Blumenthal ist sein neues, ambitioniertes Projekt, das ganz Bayern begeistern und zu einem besonderen Sommererlebnis werden soll. Wir wollen hier alle Leute herlocken, alle herbringen. Wir gehen bewusst ein bisschen über die Grenzen der Klassik hinaus, um andere Leute anzulocken. Die sagen, oh, was ist da, das höre ich mir an, ein Kinderkonzert für Familien, das wir integriert haben hier. Niederschwellig soll das Musikfestival sein. Hier im Biergarten sollen sogar Gespräche mit den Künstlern möglich sein. Arzberger spielt hier im einstigen landwirtschaftlichen Lager des Schlosses. Es ist der größte Raum des Anwesens, in dem auch schon Konzerte stattgefunden haben. Ein besonderer Raum, irgendwie auch diese ganze Atmosphäre, die er verstrahlt, allein schon des Dachstuhls wegen hier aus Metall, was selten vorkommt und einfach so viel Platz hat und vielleicht auch warm wird im Sommer, aber doch eine schöne Akustik hat. Man hört sehr gut, auch bis hinten. Musikalisch wird sich das Thema Freiheit durch das Festival ziehen. Von Arzberger über seinen Kollegen und Geiger Maximilian Hornung bis hin zu Hans Well und die Wellpappen ist das Programm breit gefächert. Hier, wo derzeit symbolisch noch die Schwimmwesten von Flüchtlingen als Kunstwerk mahnen, sollen auf dem Festival auch Musiker aus Flüchtlingsländern spielen. Und auch das Thema Umwelt soll Teil des Festivals sein. 100% klimaneutral und bio stehen im Vordergrund. Und dann müssen wir in einen Rechner eingeben, was wir an Kilometern zurücklegen, um hierher zu kommen, mit welchen Verkehrsmitteln, was wir hier verspeisen, wie viele Leute hier übernachten und so weiter. Und das Ganze wird dann eben ausgerechnet. Und dann ist da ein Betrag an Tonnen CO2, der nun mal leider entsteht. Den versuchen wir schon so gering wie möglich zu halten, indem wir eben auch unsere Drucksachen bei einer Umweltdruckerei drucken lassen, indem wir Ökostrom nutzen und so weiter. Aber es fällt natürlich schon trotzdem irgendwie was an. Und das versuchen wir dann eben darüber auszugleichen. Ein neues Festival für Bayern im Schloss Blumenthal vom 12. bis 15. August. Über die Konzertkarten wird die Bildung von Flüchtlingen unterstützt. Über eine Crowdfunding-Aktion bis 10. Juli wird das Festival im Vorfeld finanziell gesichert.